Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video, ja, möchte ich dir meine 7 Top-Tools an die Hand geben, mit denen du effektiver arbeiten kannst. Ja, und das sind die Tools, die ich so in meinem Arbeitsalltag ja am meisten im Gebrauch habe, so kann man es eigentlich sagen. Natürlich gibt es viele Tools, die dir effektives Arbeiten ermöglichen. Ich nutze auch viele Tools, wie zum Beispiel mein E-Mail-Marketing-System, was ich tagtäglich im Einsatz habe, oder ja, das Tool zum Webseiten bauen. Aber darum soll es in dem Video heute nicht gehen, sondern heute soll es eigentlich eher um die Tools gehen, mit denen du dich ja selbst leichter organisieren kannst und wo du einfach, wenn du zum Beispiel auch in Gesprächen bist, alles einfach viel schneller und effektiver erledigen kannst. Der Hintergrund des Videos ist einfach folgender: immer wieder mal in Gesprächen kommt es halt vor, dass zum Beispiel, wenn man sich irgendwo einloggen muss, dann fehlen auf einmal die Passwörter oder so, ja. Und dann dauert es, bis die Passwörter irgendwo in alten Listen rausgekramt wurden. Und ja, und da geht halt super viel Zeit flöten. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal dieses Video hier und zeige dir, wie ich mich da in den Bereichen organisiere. Und vielleicht hilft dir das Ganze ja dann auch ein Stück weit weiter. Mich würde natürlich auch brennend interessieren, welche Tools du einsetzt, wie du dich organisierst. Nutzt doch einfach die Kommentarfunktion unterhalb des Videos und schreibe einfach mal deine Tools rein. Und ja, wenn du Ergänzungen hast, dann freue ich mich da natürlich auch sehr drüber. Okay, lass uns loslegen. Das erste Tool ist meine ja ganz klassische To-Do-Liste und ich habe das im Prinzip auch immer auf dem Papier, weil ich habe es mit To-Do-Listen quasi mit Apps und so weiter probiert, aber das ist einfach nicht, das liegt mir nicht so. Ich bin da eher so ein bisschen der haptische Typ, der ja gerne mit einem schönen Notizbuch, mit einem schönen Stift die ganzen Dinge dann einfach auch einträgt. Und bei mir sieht es im Prinzip folgendermaßen aus. Ich habe ein Notizbuch, dort ist eine To-Do-Liste angelegt und da schreibe ich alles rein, was ich ja irgendwann mal erledigen muss oder wenn ich Ideen habe, die ich umsetzen will, dann kommt es da rein. So, und dann habe ich eine kleinere To-Do-Liste und da siehst du hier einen Auszug davon und das ist quasi so meine Tagesplanung für jeden Tag. Auf der rechten Seite geht es morgens los, schreibe ich mir meine wichtigsten 4 bis 6 Ziele von diesem Jahr halt eben rein. Dann so ein Zitat oder auch manchmal 2, je nachdem, wenn ich ja mich in eine gewisse Richtung einfach so auch ein bisschen ein Stück weit motivieren will, dann überlege ich mir, was könnte heute dann gut für den Tag passen, schreibe ich mir dann hier rein. Dann werde ich konkreter und schreibe mir einfach auf, was ich heute erreichen will oder welche Dinge ich auf jeden Fall umsetzen will. Und dann gegen Abend, wenn die Arbeit getan ist, ja, notiere ich mir dann, was war heute gut, wofür kann ich dankbar sein, welche Erfolge habe ich erzielt. Das notiere ich dann eben in diesem Bereich. Und zum Abschluss schreibe ich mir dann nochmal ja, meine 4 bis 6 wichtigsten Ziele für dieses Jahr auf. Einfach, wenn du das jeden Tag, ich sag mal, zweimal machst, dann hast du es ja über 700 Mal im Jahr geschrieben und das wird definitiv etwas ja, mit dir machen und wird dich definitiv darauf fokussieren, dass du deine Ziele auch ja, erreichst. So, und dann haben wir auf der linken Seite, das ist die eigentliche Spalte für die To-Dos. Da unten siehst du, links unten siehst du Aufgaben, Notizen, Termine. Und hier schreibe ich dann im Prinzip rein, was heute so für Termine anliegen. Hier schreibe ich auch rein, wenn jetzt zum Beispiel auf meiner To-Do-Liste ein To-Do ist, was ich heute umsetzen will, dann kommt es da auch mit drauf. Und hier oben unter Aktivität, das ist wie so eine Art kleiner Tracker für mich. Da habe ich so Aktivitäten, die eigentlich jeden Tag drankommen. Ja, so standardisierte Sachen, die jeden Tag einfach gemacht, die ich einfach jeden Tag mache. Und da habe ich dann auch so ein Punktesystem. Also für jedes To-Do, was ich erledigt habe, kriege ich dann einen Punkt und kann dann zum Schluss eben halt auch auswerten, wie viele Punkte habe ich an dem Tag erzielt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Von der großen To-Do-Liste wähle ich dann immer so maximal 6 Aufgaben aus, die dann hier auf diese Seite mit raufkommen und die ich dann eben Schritt für Schritt abarbeite. Und das ist für mich so ein System, das hat sich als gut
ja, herausgestellt, weil ich hier einfach merke, dass ich super produktiv bin und dass es einfach schnell geht. Weil wenn du auf der großen To-Do-Liste arbeitest, da hast du so viele Dinge draufstehen. Für mich ist es dann eher so, dass das meinen Fokus abzieht. Wenn ich jetzt aber hier das alles auf einem Blatt dann so gebündelt habe und wirklich mich auf diese 6 Aufgaben dann auch konzentriere, dann funktioniert es ja für mein Empfinden am besten, ja, also für mich, da ist ja jeder immer ein Stück weit anders. Genau, das ist das erste Tool, welches ich einsetze und welches ich ja empfehlen kann, dass du darüber nachdenkst, das ebenfalls zu tun. So, und dann ist das liebe Thema Passwörter. Und das ist so etwas, das begegnet mir relativ häufig, wenn ich gefragt werde, zum Beispiel, wenn es um Webseiten geht und wir ja an 2, 3 Dingen da arbeiten müssen, dann haben wir ein Meeting, dann sage ich, okay, log dich mal ein. Und dann geht eigentlich schon die Sucherei los. Wo habe ich denn das Passwort? Ich weiß gerade das Passwort nicht. Ja, und das kostet einfach super viel Zeit. Und deswegen, ich persönlich arbeite ebenfalls mit einem Passwortmanager und das kann ich jedem nur empfehlen, das auch zu machen. Ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Da gibt es verschiedene. Der Vorteil ist, du musst dir im Prinzip nur ein Masterpasswort merken. Da loggst du dich dann einmal ein. Und wenn du eine Webseite aufrufst, ja, und dir dort zum Beispiel ein neues Passwort anlegst, kannst du das sofort über den Browser dann quasi abspeichern und dann ist es gleichzeitig auf deinem Handy, auf deinem Tablet überall hinterlegt. Und wenn du dann die Seite erneut aufrufst, also wenn, selbst wenn du ausgeloggt bist, dann kannst du automatisch ja die Passwörter da einfügen oder manuell eben halt einfügen und so geht dir da nichts verloren und du hast immer alle Passwörter ja bei dir und hast sie immer ja zur Hand, wenn du sie brauchst. Wie gesagt, es gibt da verschiedene Passwortmanager oder Tresore, wie auch immer man es nennen will. Hier zum Beispiel 1Password hast du hier, dann gibt es noch NPass und LastPass. Das sind so, soweit ich das einschätzen kann, die 3 größten. Ja, von daher, egal welchen du nimmst, ja, entscheide dich am besten für einen, schau dir das Ganze an, welcher dir da am besten liegt und dann hat das Thema Passwortsuche ja auch ein Ende. Genau, so, das ist also dann im Prinzip das zweite Tool, ja, dann haben wir ein Tool, welches ich dir zeigen möchte, gibt es, soweit ich weiß, aber nur für Windows-PCs. Und zwar nennt sich das Meet Friends. Und Meet Friends ist im Prinzip ja, ein Messenger, in dem du alle deine Messenger vereinen kannst. Und das ist immer ja, schön, weil manchmal kommt es ja auch vor, dass du zum Beispiel, dass dir jemand über Facebook einen Link schickt und oder du kriegst einen Link per Mail oder wie auch immer und du möchtest den jetzt an einen Partner oder so weitergeben, dann habe ich hier super Erfahrung gemacht, weil ich hier einfach auch von der einen Plattform das Ganze rauskopieren kann, kann es auf die nächste Plattform dann an die jeweilige Person weitersenden und muss nicht erst immer zwischen verschiedenen Apps hin und her switchen und ja, kann auch mal schnell vom PC aus eine WhatsApp-Nachricht eben beantworten, ohne dass ich dann immer, ja, ich sag mal, das Medium wechseln muss und dann über Handy reingehen muss. Also ist für mich ja eines meiner meist eingesetzten Tools, weil ich da tagtäglich eben halt auch drin bin und wenn ja, und wenn Fragen dann reinkommen oder wenn mir jemand schreibt, kann ich darüber dann eben halt antworten, egal auf welchem Kanal das ist. Das heißt, ich habe alles an einer Stelle. Auch cool ist, du kannst auch hier zum Beispiel dein LinkedIn-Profil ja, verknüpfen. Das heißt, du kannst dann auch gleich über LinkedIn den Leuten dann wieder zurückschreiben. Du hast auch die Möglichkeit, ja, deine Facebook-Seite damit zu verbinden. Also richtig, richtig coole Sache. Und ja, gibt es als kostenlose Version, aber du siehst auch hier schon, hier gibt es natürlich auch dann ja, bezahlte Pläne. Du siehst hier die freie Lizenz, ja, und dann siehst du hier 4 € monatlich für weitere Funktionen. Genau. So, dann das nächste Tool ist ja, die ja, Google Business-Anwendungen, vor allem da Google Drive. Google Drive ist im Prinzip mein Ablageort. Da lege ich die meisten Dinge ja einfach ab, auf die ich auch von unterwegs Zugriff haben möchte. Ich nutze aber auch zum Beispiel
Google-Tabellen oder Google Docs super gerne, weil auch hier kannst du mal schnell auch für dein Team oder so dann einfach die jeweiligen Dokumente freischalten. Du hast also alle Tools drin, die du brauchst, hast sofort im Gratis-Bereich sogar 15 Gigabyte Speicherplatz wo du Dateien ablegen kannst. Du kannst relativ schnell deine Dokumente wiederfinden. Und es sind eben, wie gesagt, alle Anwendungen da, die du so im Großen und Ganzen im Business-Alltag brauchst. Und es ist natürlich auch Excel, Word und PowerPoint kompatibel und so weiter. Ja, also das ist ebenfalls ein Tool, was bei mir tagtäglich im Einsatz ist. So. Das nächste Tool, welches ich sehr stark nutze, das ist SimpleNote. SimpleNote nutze ich zum Beispiel für Content-Ideen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blogartikel erstelle, dann mache ich das, also nicht immer, aber sehr häufig über SimpleNote, oder ich notiere mir dort halt Ideen für einen Facebook-Post oder wie auch immer. Und ganz wichtig ist hier, ich habe hier auch meine Textbausteine hinterlegt. Ja, du könntest das natürlich auch mit Phrase Express oder mit Text Expander machen. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, dass ich immer so ein bisschen Probleme hatte mit Phrase Express. Manchmal hat die Synchronisierung nicht so richtig funktioniert, aber ich kenne auch viele, bei denen funktioniert das ohne Probleme. Es lag dann wahrscheinlich eher an meinem Equipment oder an meinen Einstellungen. Aber wie gesagt, teilweise hatte ich dann, dass halt eben Texte verloren gingen, und deswegen bin ich jetzt bei SimpleNote gelandet. Funktioniert reibungslos, und ich kann einfach reingehen, kann mir das Ganze kopieren. Natürlich muss ich dann halt quasi in die App rein, muss es rauskopieren und kann dann den Textbaustein erst dann quasi in die E-Mail oder so halt einfügen. Aber ist ein kleiner Umweg. Da ist Phrase Express und Text Expander deutlich besser. Aber aktuell funktioniert es für mich so ganz gut. Und ich habe halt alle meine Notizen mehr oder weniger so an einem Ort, wo ich dann einfach schnell drauf zugreifen kann. Und es synchronisiert sich auch auf allen Endgeräten quasi, die ich im Einsatz habe. So, und dann habe ich ein Dokument, das kann ich dir jetzt hier leider nicht zeigen, habe ich immer für mein Geschäft, habe ich ein Dokument in ein Google Docs Dokument, und dort habe ich dann im Prinzip alle meine die wichtigsten Daten, die ich benötige, oder aber auch gewisse Links, wo häufig von Teampartnern oder so nachgefragt werden. Dort ist dann im Prinzip alles in einem Dokument hinterlegt, sodass, wenn Fragen sind, kann ich entweder über unseren Mitgliederbereich das Ganze machen oder einfach mich in das Dokument das Dokument aufrufen und dann dort die jeweilige Information rauskopieren und dann an den Partner dementsprechend weitergeben. Genau. So, und dann haben wir noch das last but not least, das wichtigste Tool mit, und zwar das ist der Kalender. Ich nutze da den Google Kalender einfach, die Termine zu notieren und einfach auch die Woche im Voraus zu planen. Und dann gibt es noch so eine kleine Erweiterung, die ich auch einsetze. Das ist zum einen You Can Book Me. You Can Book Me nutze ich aktuell weniger, beziehungsweise gar nicht mehr. Zeigt ja auch gleich warum, weil ich da ein anderes Tool für gefunden habe. Aber egal welches Tool da du jetzt verwendest, da musst du einfach mal für dich schauen, welche da für dich interessant sind, gerade wenn du viele Termine vereinbarst. Ja, diese Tools, die sparen mir da super viel Zeit, weil wenn es mal schnell gehen muss, dann kann ich einfach den Link zu meinem Terminkalender quasi weitergeben, und dann kann die Person auf den Link klicken, kommt dann auf eine Seite wie diese hier zum Beispiel, kann dann ihren passenden Termin raussuchen. Und was das Schöne bei diesen Tools ist, du kannst auch dann Reminder quasi an die Leute versenden, die mit dir jetzt einen Termin vereinbart haben. Beide Tools, die ich dir jetzt kurz zeige, die gibt es in einer kostenlosen Version und in einer kostenpflichtigen Version.
kannst aber natürlich auch mal über eine Google-Suche einfach noch weitere Tools finden. Das sind jetzt so die beiden Tools, die ich schon im Einsatz hatte und mit denen ich sehr zufrieden war. Welches da jetzt deinen Anforderungen am besten entspricht, musst du dann eben für dich selbst rausfinden. Ich werde die Links auch dann nochmal unterhalb des Videos in die Beschreibung packen. Also ein Tool ist da zum Beispiel You Can Book Me. Und ein weiteres Tool ist Book Like a Boss. Und hier hast du zum Beispiel deine eigene Booking-Page. Das heißt, du kannst Leute auf diese Seite leiten. Die können dann aus verschiedenen, wenn du jetzt zum Beispiel verschiedene Gesprächstermine quasi anbietest, zum Beispiel ein Online, zum Beispiel ein Kurs, ja, oder du bietest einfach ein 1:1 Gespräch an, dann kannst du das dort alles auf dieser Seite quasi auflisten. Dann kann man dort draufklicken, dann geht der Terminkalender auf, die Leute können direkt buchen. Und was das Schöne ist, je nach Paket, welches du hier hast, auch dann darüber bezahlen. Ja, und so hast du halt eben alles in einem Aufwasch und hast nicht mehrere Arbeitsschritte. Genau, siehst auch hier verschiedene Sprachen, dann klar, DSGVO und so weiter, GDPR-compliant ist natürlich auch ein wichtiges Thema, ist also alles drin, was man braucht. Und auch hier hast du wieder dieses Messaging-System, dass du einfach auch die Leute, die mit dir einen Termin vereinbart haben, nochmal automatisiert an die Termine erinnern kannst. Also auch ein richtig gelungenes Tool, wie ich finde. Und schau dir einfach an, was da für dich dann am besten passt. Genau, du siehst, es gibt hier verschiedene Pakete auch. Auch hier einfach mal schauen, was so für dich das Paket ist, wo die Anforderungen eben halt erfüllt, die du an das Tool einfach stellst. So, das war es jetzt von meiner Seite aus fürs erste Mal. Wollte einfach einen kurzen Überblick über die Tools geben, die ich so tagtäglich einsetze, mit denen ich mich organisiere. Und für mich, für mein Geschäft ist hier im Prinzip im Großen und Ganzen alles drin, was ich jetzt für mich brauche, um mich zu organisieren. Natürlich gibt es auch noch Tools, wenn du jetzt mit einem Team zusammenarbeitest. Ja, gibt es weitere Tools, wie du Aufgaben auch ans Team delegieren kannst, ob das jetzt über Trello ist zum Beispiel oder über Slack oder solche Dinge. Darum sollte es jetzt heute gar nicht so gehen, sondern einfach nur die Tools, die ich für meinen persönlichen Bedarf jetzt einsetze, um mich selbst effektiv einfach zu organisieren. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, hinterlass mir gerne einen Kommentar und wie gesagt, wenn du Ergänzungen zu dem Thema hast, ja, wenn du Tools einsetzt, die jetzt hier nicht besprochen sind, hau sie doch einfach unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich freue mich da auf jeden Fall von dir zu hören. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.